Gute Vorsätze. Wie der leibhaftige Wirbelwind stürmte die kleine Hexe auf dem neuen Besen dahin. Mit flatternden Haaren und wehendem Kopftuch brauste sie über die Dächer und Giebel des Dorfes. Abraxas hockte auf ihrer Schulter und krallte sich mühsam fest. »Aufpassen!« krächzte er plötzlich. »Der Kirchturm!« Gerade noch rechtzeitig konnte die kleine Hexe den Besen zur Seite rucken, sonst wäre sie haargenau an der Turmspitze hängen geblieben. Nur die Schürze verfing sich am Schnabel des eisernen Wetterhahnes. »Ratsch!« riss sie mitten in zwei. »Flieg doch langsamer!« schimpfte der Rabe. »Mit diesem verdammten Gerase wirst du dir noch den Hals brechen. Bist du denn toll geworden?« »Ich nicht«, rief die kleine Hexe. »Aber der Besen, das Biest ist mir durchgegangen.« Mit neuen Besen ist das genau wie mit jungen Pferden. Man muss sie erst zähmen und zureiten. Wenn es dabei nur mit einer zerrissenen Schürze abgeht, so darf man von Glück sagen. Aber die kleine Hexe war klug. Sie lenkte den Besen, so gut es ging, auf die freien Felder hinaus. Dort konnte sie nirgends anstoßen. »Bocke nur«, rief sie dem Besen zu. »Bocke nur, wenn du dich müde gebockt hast, wirst du schon zur Vernunft kommen. Hussa!« Der Besen versuchte, auf alle erdenkliche Arten sie loszuwerden. Er machte die wildesten Kreuz- und Quersprünge, bäumte sich auf, ließ sich fallen. Es half nichts. Die kleine Hexe blieb oben, sie ließ sich nicht abschütteln. Endlich gab sich der Besen geschlagen, er konnte nicht mehr. Nun tat er aufs Wort, was die kleine Hexe von ihm verlangte. Gehorsam flog er bald schneller, bald langsam, geradeaus und im Bogen. »Na also«, sagte die kleine Hexe zufrieden. »Warum denn nicht gleich?« Sie zupfte sich Kleider und Kopftuch zurecht. Dann gab sie dem Besen eins mit der flachen Hand auf den Stiel, und sie schwebten gemächlich dem Wald zu. Lammfromm war der neue Besen geworden. Sie segelten über die Wipfel und sahen tief drunten die Felsen und Brombeerhecken. Vergnügt ließ die kleine Hexe die Beine baumeln. Sie freute sich, dass sie jetzt nicht mehr zu Fuß gehen musste. Sie winkte den Hasen und Rehen, die sie ihm die Kicht erspähte, und zählte die Fuchslöcher. »Sieh mal, ein Jäger!« krächzte nach einer Weile der Rabe Abraxas und deutete mit dem Schnabel hinunter. »Ich sehe ihn«, sagte die kleine Hexe. Sie spitzte die Lippen und spuckte dem Jägersmann »Pitsch« auf den Hut. »Warum tust du das?« fragte Abraxas. Sie kicherte. »Weil es mir Spaß macht. Hihi, er wird denken, es regnet.« Der Rabe blieb ernst. »Das gehört sich nicht«, sagte er tadelnd. »Als gute Hexe darf man den Leuten nicht auf den Hut spucken.« »Ach«, rief sie ungehalten. »Hör auf damit!« »Bitte sehr«, krächzte Abraxas beleidigt. »Aber dem oberen Pompel wird sich bei solchen Späßen ins Fäustchen lachen.« »Die Wetterhexe? Was geht denn das dir an?« »Sehr viel«, rief der Rabe. »Was meinst du wohl, wie die sich freuen wird, wenn du bis nächstes Jahr keine gute Hexe geworden bist? Willst du ihr dieses Vergnügen gönnen?« Die kleine Hexe schüttelte heftig den Kopf. »Du bist aber, wenn mich nicht alles täuscht, auf dem besten Weg dazu«, sagte Abraxas. Dann schwieg er. Die kleine Hexe schwieg auch. Was Abraxas gesagt hatte, gab ihr zu denken. Sie grübelte finster darüber nach. Aber wie sie die Sache auch drehen und wenden mochte, es blieb dabei, dass der Rabe recht hatte. Als sie zu Hause ankamen, sagte sie, »Ja, es ist richtig. Ich muss eine gute Hexe werden. Nur so kann ich dieser Rumpumpel eins auswischen. Grün und gelb soll sie werden vor Ärger.« »Das wird sie«, krächzte Abraxas. »Du musst aber freilich von heute an immer nur Gutes tun.« »Daran soll es nicht fehlen«, versprach sie.